Hallo, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute wollen wir mal hier so ein Viererpack aufmachen. Und zwar sind ja da die Weihnachtsfiguren, die aktuellen drin. Wie ihr wisst, gibt es ja auch von Ferrero den Weihnachtskalender, den ich mir aber nicht mehr kaufen werde. Aus dem einfachen Grunde, weil Ferrero sich das für Deutschland so gedacht hat, dass die erstens nicht die komplette Serie da reinmachen und dann machen die ganz einfach auch mal, ich sage mal, so einen Schokoriegel rein oder eine andere von Kinderüberraschung Schokolade, was mit diesen Ü-Eiern überhaupt nichts zu tun hat. Und das finde ich nicht schön. Und unterstütze die Sache auch nicht. Es gibt diese Kalender zwar in Österreich zu kaufen. Also für Österreicher machen sie die Kalender noch, die original früher auch mal so wie bei uns waren. Ich habe ja ein oder zwei Videos oder beziehungsweise so Reihen habe ich ja noch auf meinem Kanal, wo das so war, dass in jedem Türchen auch ein Ei war und dass dann halt eben diese Serie, die dann da drin war, komplett war. So, also habe ich mich dafür jetzt entschieden, auch nicht so wie voriges Jahr, denn ab 1. Dezember jeden Tag ein Video, sondern ich mache es üblicherweise wieder alle dreimal in der Woche. Montags, Mittwochs und Freitags jeweils hier von einem Video und nicht täglich ein Video, wie ich sonst immer gemacht habe. Und wenn ich die Serie voll kriegen sollte, ist gut, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Gut, aber jetzt wollen wir erstmal hier die Eier aufmachen und wollen mal gucken, was und ob wir überhaupt eine Figur drin haben. Doch ja, eine Figur ist immer garantiert. Also das ist ja schon mal was. Gut, dann machen wir als allererstes dieses Ei hier mal auf. Zack. Ja, bröselt ein bisschen auseinander. So, was haben wir jetzt hier drin? Da haben wir ja so Beyblades, sage ich mal bestimmt. Oder ist das wieder irgendeine andere? Nein, es sind diese Beyblades. So sehen die aus. Sind jetzt nur ein bisschen anders gebaut. Ich baue das mal kurz zusammen. Nee, Leute, ganz ehrlich, wisst ihr was? Das ist wirklich ein Rotz, den zusammenzubauen. Vergesst es. Wir machen weiter. Da hat sich ja wirklich, also so langsam kommt mir das so vor, als wenn sich Ferrero da überhaupt gar keine Mühe mehr gibt. Die klatschen da irgendwas hin, Hauptsache sie haben irgendwas in den Eiern drin. So kommt mir das vor, scheißegal was. So, hier haben wir die nächste Figur. Ja, was auch immer das sein soll, kann nicht viel wert sein. Oh, hier haben wir die Figur drin. Erkennt man daran, dass die Schale ein wenig dunkler ist.
Gut, die heben wir uns natürlich zum Schluss auf. Wir wollen ja die Spannung ein wenig erhalten. Wir machen jetzt also dann das dritte und vorletzte Ei auf und gucken mal, ja, Sie haben auch hier wieder in dieser, ich sage mal, Weihnachtsserie andere Spielsachen reingepackt, die mehr oder weniger, ja, nützlich, brauchbar, wie auch immer sind. Wie gesagt, das Beyblade hier, was das da, das ist so ein Rotz, den kann man fast gar nicht zusammenbauen. Wenn man da das letzte Stück drin hat, dann fällt es wieder auseinander. Das ist Popel hoch 3. So, und hier haben wir jetzt, was haben wir jetzt hier? Ah. Wir haben jetzt diese Figur. Das ist also quasi diese. Und somit fehlen uns noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Jetzt schauen wir mal kurz. So wird das also gemacht. Zack. Ja, das ist so eine Fingerfigur. So sieht der kleine Wicht hier aus. Ja, und der Faden, der wird dann sicherlich ja, hier durchgeschoben. Zack. Wird dann hier verknotet. Ja, wenn es dann klappt. So, und er kann dann so an den Weihnachtsbaum gehangen werden. Gut, das war jetzt dieses Video. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Ich sage danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.